Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine Tipps und Tricks weitergeben, wie ich es schaffe, im Schnitt 7 bis 9 Tage lang mir meine Haare nicht zu waschen. Bevor jetzt viele denken, oh mein Gott, wie ekelig. Mädels, chillt. Es ist ja so, dass ich koloriertes Haar habe, wie man sieht. Ich hatte lange, 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 lange rotes Haar, ungefähr 6 Jahre. Und wer rotes Haar hat, ist über jeden Tipp und jeden Trick dankbar, die Haarfarbe so lange wie möglich frisch und schön zu halten. Meine Tipps und Tricks, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, möchte ich heute an euch weitergeben. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch gerne sagen möchte, erzählen möchte aus meinen eigenen Erfahrungen. Es kann natürlich sein, dass es nicht bei jedem funktioniert, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ich versuche so wenig wie möglich meine Haare zu waschen. Es gibt auch einen Trend, gerade so in den USA. Ich glaube, der nennt sich No Po. Das setzt sich aus, also Po ist von Shampoo, also kein Shampoo zu benutzen und das 6 Wochen lang. Das finde ich eine extrem lange Zeit, weil gerade ich habe Pferdehaare. Ich habe eine Pferdemecke. Meine Haare sind haben eine Naturkrause, sie lassen sich nicht mega krass bändigen. Ich brauche wirklich nicht gutes Shampoo, aber ich brauche relativ oft einen Conditioner. Jedenfalls brauche ich wenigstens eine gute Bürste und ein Shampoo, was meine Haare weich macht. Und ich glaube, dass es ohne Shampoo für mich schwierig wäre, meine Haare zu bändigen. Aber wenn euch das interessiert, dann verlinke ich euch einfach mal was unten in die Infobox rein, ein Video, was ich sehr, sehr gut fand. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, zuallererst zu meiner eigentlichen Pflege. Ich benutze mein Shampoo wirklich nur hier oben in der Kopfhaut. An der Kopfhaut. Nur hier oben an der Kopfhaut. Ich benutze mein Shampoo oft. Also ich versuche 2-mal auf jeden Fall den Vorgang zu wiederholen. Wie gesagt, ich gehe nur so an die Kopfhaut ein, massieren großzügig. Und das mache ich wirklich 2-mal hintereinander. Also das heißt, ich wasche meine Haare, also ich mache sie nass, einmassieren mit Shampoo, ausspülen, gleicher Vorgang nochmal. Dann ist es wichtig, dass ich meine Spülung nur in die Längen und in die Spitzen gebe. Also ich gehe nie mit Spülung hier oben in den Ansatz. Nie, wirklich nie. Gibt Spülung, Conditioner, Masken wirklich nur hier unten rein. Dann ist es wichtig, großzügig auszuwaschen. Also nicht nur mal ihr denkt, oh, ich habe nur ein bisschen Shampoo benutzt, nur ein bisschen ausspülen. Nein, spült eure Haare wirklich, 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 wirklich großzügig aus und ordentlich. Man sagt immer so, solange wie ich meine Haare einschamponiert habe, solange muss ich sie auch wieder auswaschen. Ich mache das meistens länger, also ihr seht ja, wie das Wasser ist, ob da noch so ein bisschen Shampoo mit drin ist oder eher nicht. Wenn ihr seht, da kommt noch Shampoo mit raus, spült ein bisschen länger. Als kleiner Tipp, um dass die Farbe länger hält, sowohl rote Pigmente als auch überhaupt koloriertes Haar oder Directions, was ja auch ein schwieriges Thema ist, kaltes Wasser. Also jetzt nicht eiskaltes Wasser, aber schon kaltes Wasser, weil das die Kopfhaut nicht öffnet und damit auch nicht die Schuppenschicht und die Farbpigmente einfach da bleiben, wo sie sind. Wenn ihr die Haare nicht vernünftig auswascht, das heißt, wenn da einfach noch Shampoo-Reste oder Spülungsreste drin sind, das lässt die Haare einfach schneller fetten. Also wirklich großzügig ausspülen. Was auch ein kleiner Tipp ist von mir, gerade ich bin so ein kleiner Handfreak. Ich fasse mir gerne mal durchs Gesicht. Das habe ich versucht mir abzugewöhnen, weil ich sehr, sehr viele Unreinheiten hatte eine Zeit lang. Und genauso ist es auch mit den Haaren. Versucht so wenig wie möglich durch die Haare zu fassen. Gerade so hier oben am Ansatz. Jetzt in der kalten Jahreszeit cremen wir unsere Hände ungemein oft ein. Das heißt, versucht die Haare wirklich nicht mit euren frisch eingefetteten Händen einzukrabbeln, anzukrabbeln. Versucht nicht, wenn ihr eure Hände gerade mit irgendwas gewaschen habt, mit einer Handseife oder so, da durchzufassen. Versucht so wenig wie möglich in den Haaren zu krabbeln. Wirklich Hände weg. Hände sind Keimträger und gerade so, wenn ihr euch die Hände eingecremt habt. Dann natürlich ein Tipp, ein Trick, was jetzt nicht mega krass neu ist, ist Trockenshampoo. Ich benutze Trockenshampoo nicht für Volumen, weil ich habe ja Volumen, ich habe eine gute Mecke, ich habe gutes Haar, griffiges Haar und ich benutze wirklich Trockenshampoo nur
um es länger zu strecken. Und gerade in der Zeit, wo ich rothaarig war, habe ich versucht, so lange wie möglich die Haare nicht zu waschen. Natürlich werden jetzt viele sagen, Trockenshampoo ist eklig und manche mögen auch Trockenshampoo nicht. Es gab in meinem Video schon mal so eine Diskussion über Trockenshampoos, die gehen wirklich auseinander. Nur als kleiner Tipp für Leute, die Trockenshampoo benutzen, gibt das auch nur in die Ansätze. Ja, sagen wir mal so ab dem 5., 6., 7. Tag brauche ich schon Trockenshampoo, gerade so hier oben. Da gebe ich mir immer eine ordentliche Ladung rein. Und gerade wenn die Haare noch relativ schön sind, dann tragt die Haare ruhig gerne offen. Wenn sie irgendwann anfangen, so ein bisschen eklig zu glänzen, gebt euch ordentlich Trockenshampoo rein und macht euch einen Zopf, so wie jetzt. Heute ist zum Beispiel Tag 4, 5 bei mir. Und jetzt geht es noch ohne Trockenshampoo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab morgen, übermorgen werde ich mir eine ordentliche Ladung Trockenshampoo reinmachen. Noch als kleiner Tipp für Shampoo. Gerade so für die rothaarigen Mädels, entschuldigt, dass ich immer wieder zurückkomme, aber weil mich so irrsinnig viele Leute auch gerade anschreiben, die rote Haare haben, versucht silikonfreie Produkte zu benutzen. Das zieht die Farbpigmente einfach nicht so krass stark raus, habe ich persönlich für mich rausgefunden. Mittlerweile ist es mir eigentlich egal. Ansonsten, was man bei der Jahreszeit auf jeden Fall noch gut machen kann, um die letzten Tage so ein bisschen zu strecken, eine Mütze aufsetzen. Versucht einfach die Haare dran zu gewöhnen, sie länger zu strecken. Also natürlich war mein Haar auch nicht von Anfang an dazu bereit, dass ich mir jetzt eine Woche lang meine Haare nicht wasche, sondern am Anfang hat sich alles kreuz und quer gestellt. Durch das häufige Anwenden von Shampoo werden einfach unsere Haare strapaziert. Dadurch trocknet unsere Kopfhaut aus und das kurbelt einfach die Talgproduktion an. Und das ist nicht ganz so gut. Natürlich ist es in den ersten paar Wochen schwierig, aber mit der Zeit gewöhnen sich die Haare daran. Probiert es einfach aus. Ihr werdet sehen, es funktioniert bei jedem und man muss nicht jeden Tag die Haare waschen. Und eure Haare werden es euch danken. Wirklich. Kleiner Tipp, auf jeden Fall die Haare bürsten. Also wenn ihr jetzt die Haare versucht, so wenig wie möglich zu waschen, immer täglich bürsten. Jetzt werden sich alle denken, mache ich doch. Sicher. Wichtig ist wirklich, dass ihr die Haare bürstet. Täglich, weil der Talg, der hier oben an der Kopfhaut sitzt und auch eine Mischung aus Salzen, die hier oben das Haar immer so schön fetten lassen und glänzen lassen, dass man die schön verteilt bis in die Längen und in die Spitzen. Und das schützt unser Haar und man hat damit gleichzeitig so eine Art Haarkur. Klingt eklig, ist aber so. Wir müssen versuchen, dass diese Mischung aus Salzen, wie gesagt, und Talg nicht hier oben bleibt, sondern dass sich das bis in die Spitzen verteilt und dann haben wir hier oben nicht diesen ekligen Fettglanz. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr versucht, so wenig wie möglich die Haare zu waschen, dass ihr nicht unmittelbar in irgendwelche Bars oder Diskos geht, dass ihr nicht denkt abends, meine Haare riechen irgendwie unangenehm. Das fördert natürlich auch das Bedürfnis, die Haare waschen zu müssen, was aber dann falsch ist. Also es gibt natürlich heutzutage auch Haarparfüms, was ich aber überflüssig finde. Einfach versuchen, nicht unmittelbar in eine stinkende Bar oder in eine Disse zu gehen, weil Haare nehmen einfach richtig, richtig schnell Gerüche der Umgebung an. Und vielleicht am ersten Tag erstmal die Haare oder die ersten 3 Tage die Haare versuchen offen zu tragen. Dann ab dem 4. Tag flechte ich ganz gerne meine Haare oder ab dem 5. Tag. Und dann ist natürlich das ein bisschen eklig mit der Flechtfrisur, aber so ein hoher Zopf wie jetzt geht zum Beispiel immer. Mit frischem Haar, frisch gewaschenem Haar würde niemand sich eine Flechtfrisur machen. Deswegen gerne die ersten Tage versuchen, die Haare offen zu tragen und dann die Haare flechten und dann vielleicht einen hohen Pferdeschwanz. Als kleiner Übergangstipp und Trick. Okay, ich glaube, das waren dann erstmal meine Tipps und Tricks, wie ihr versuchen könnt, die Haare länger zu strecken, ohne die Haare zu waschen. Es ist schwierig, wie gesagt, versucht es in der Zeit, wo ihr vielleicht Urlaub habt, Ferien habt, dass ihr die Haare nicht jeden Tag waschen müsst. Und keiner muss das. Der Weg dahin ist schwierig, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir gerne Kommentare da lasst, ein Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra.